So Leute, weiter geht's mit Gebrüll. Wir müssen doch den Rest von dem Dungeon hier erkunden. So, haben wir aber trotzdem, ich höre nämlich die ganze Zeit hier schon diese Kunden da laufen. Wo sind sie? Genau. Oh. Oh, da kommen sie. So, dann. Eins aus Maul und eins aus Maul und Schaka. Der nächste kommt. Schieß. Na, noch der nächste. Komm, 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 komm. Mach doch den Wind hier. Noch der nächste. Schnecke. Oh. Alte Fresse, die haben ganz schöne. Gegen vier Leute, da wird es dann schon ganz schön eng. Na, wir brauchen noch einiges an Heilung. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ach Quatsch. Das wollte ich anhaben. So, dann schlafen wir mal. Da geht das aus beim Schlafen. Da geht das Zaubern weg. Na, hier ist was los. So. Die Leute wieder hochrüsten. Okay. Wir testen mal kurz. Nö, die haben ein bisschen die. Oh! Ach, hier war unser Wurfzeug. Nimmt es das auch wieder auf? Ja, hat es wieder aufgenommen. So, die haben wir nicht gebraucht, die Dings. Ich habe denen jetzt doch mal die Messer in der Hand gegeben. Und die Steine. Ich werde jetzt aufpassen, dass ich beim Kämpfen dann immer irgendeinen aufmache, der dann vielleicht noch so eine Zusatzwaffe hat. Da ist eine Fratze. Oh, da liegt einer. Ach man, schon wieder. Okay, wo wir hier den Demolstrafen haben. Hallo? Es lebt nicht mehr. Da oben gibt es auch nichts. So, hier an der Wand. Sieht mir es auch nicht nach. Ne, hier kommen wir nicht mit. Oh, da geht der Wald nimmer. Aha. Oh. Was zum Ziehen? Okay. Aber was da wieder auf uns lauert? Oh, das nicht. Oh. Knäppel. Freunde der Feinde. Ah. Ja, rein das Maul, du Mist vorher. Ja. Kommt euch jetzt den Weg. Gut. Gerade gerne hier die Welt aufschließen wollen. Ein Geheimnis gefunden. So. Oh, hier gibt's nichts. Oh, eine Kiste. Eine Kiste haben wir diesmal. Die wiegt 11 Kilo. Was zur Hölle ist da alles drin? Oh. Ein richtiger guter, leichter Armor. Dingsbums hier. Den könnte ich eigentlich ihm jetzt anziehen. So, was haben die jetzt hier denn? Was hat die hier? Zwei. Und der hat noch gar nichts. Aha. Also kriegst du jetzt einen Hemmel. So, mein Freund. So, was war noch in der Kiste? Bleib auf. Ein Heiltrank. Aha. Ja, das habe ich schon die ganze Zeit vermutet, dass das kommt. Und Erdmagie 13, die wollen mich veräppeln. Die wollen mich unbedingt dazu bringen, dass ich Erdmagie erlerne. Ich möchte aber keine Erdmagie haben. Kommt jetzt mit hier runter. So. Was ist jetzt noch? Ach, die Kiste wiegt auch ihre 3 Kilo. Na egal, geht ja auch mit was rein, gell? Da kann man sich schon lassen. Okay. Als meine kräftigsten Leute. Hier, diesen Schädel, ich glaube, der nützt uns gar nichts. Ich habe mal bei einem anderen Let's Play bis an die Stelle geschaut, wo er diesen Schädel findet. Und er spielt mit einem Minotauren. Und bei Minotauren würde das eine Angriffs
Stärke hier von, also hier den Attack Power, zusätzlichen Attack Power von 3 plus 3 geben. Aber bei uns nützt das Ding scheinbar nicht, so wir das Ding haben. Aber das ist egal. Diesen Minotauren wollte ich ja nicht haben. So, haben wir also hier ein Geheimnis entdeckt. Guck an. So. Sonst noch irgendwas hier, was bei mir versteckt werden sollte? Ja, da will ich noch nicht hin. Ach so, und hier war... Ja. Das ist merkwürdig, gell? Das sind die Leichen hier, dass wir die nicht ausziehen können. Die sehen so aus, wie wenn sie anfangen... Die erinnern mich immer an diese... wenn ich beim Bruger habe ich doch immer hier Skyrim geguckt und diese alten hässlichen Viecher, die da immer an den Gräbern rumlachen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. So, will ich hier rein? Was ich will? Ich muss. Machen wir den Deckel zu. Wer wohnt? Wer wohnt? Na, hier wohnt doch immer, hä? Nö? Den Sack haben wir wieder gefunden. Was ist denn in dem Sack drin? Oh, was haben wir hier? Leere Flaschen. Ein paar Kräuter. Oh, die können wir eigentlich gleich hier gehen. Hier. Leere Flaschen, ein paar Kräuter. Hier die Kräuter, die können wir dann gleich alle mit hier einsortieren. So. Was? Eine Rolle. Aha. Und zwar macht die Heilung eine Flasche, was ist denn Tarbrett? War das nicht das hier? Genau. Und was? Anti-Venom? Irgendwas mit, ich kann es kaum erkennen, ist ganz schlechte Schriftart, finde ich. Dieses Cave-Nettle. Aha. Hier mit den Sprüche. Oh, was ist das hier? Ein Mörser. Was ist jetzt? Ach, das kann ich hier irgendwie. Oh, das muss ich erstmal. Das muss ich offline. Das muss ich erstmal versuchen rauszukriegen, wie das funktioniert. Irgendwie hier ein Getränke machen oder sowas. Heiltränke machen. So. In der Richtung geht es ganz offensichtlich aus dem Port raus. Na, ich lasse die Fackel mal hier hängen, dass ich weiß. Und ich komme ja nichts Böses hoch. Denn die haben wir hier noch zu tun. Genau, hier ist doch noch das mit dem Gesicht. So, hier hat man jetzt auch alles erkundet, gell? Ja, ich habe doch keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon spiele. Oh, jetzt bin ich ehrlich. Ich glaube, diese zwei Dinger können wir wegschmeißen hier. Na gut, wenn der Platz. Das ärgert mich, dass ich immer noch keinen Bogen gefunden habe. Denn das Zeug so nützt einem ja nichts. Ja, da kann man draufklicken, passiert nichts. Das Ding. Rechter Maus passend zu Händler. Also es reagiert nicht. So. Erstmal wieder hier. Ach Quatsch. Ne, das machen wir deine Zaubertasche auf hier. So. Und nun, ne? Warte mal, was stand da? Only nur ein geduldiger Mann. Kann Defeat Demon's Gaze. Nur ein geduldiger Mann. Egal was. Wir sollen hier warten. Oder doch nicht? Was ist denn das hier? Ach nee, das ist bloß der Fackelhalter gewesen. Ja, wie lange muss man jetzt hier warten? Ja, tut mir leid, Leute. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen so richtigen Plan.
Nur ein geduldiger Mann kann Defeat Damon. Ich weiß nicht, was Defeat heißt. Was für eine Scheiße wieder mal. Muss ich ja irgendwas machen mit dem oder was? Nö. Oder irgendwie einprüfen. Oh, ne. Garantiert nicht. Haben wir da absolut stumpf gemacht. Ja, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier eine Stunde lang drauf rumstehen soll. Oh, da geht mir. Oh. Verdammt. Da geht die Fackel gerade hier auch noch. Es geht mir so die Fackel auch noch platt hier. Was wär's denn noch hier? Ein Kampf mit einer halbvollen Fackel. So. Nehmen wir nicht. Ach, keine Kiste. Müssen wir mal her. Waffenkiste. Nicht so viel Gerümpel hier rumstehen. Na, das kann es doch nicht sein. Das muss doch irgendwas anderes sein hier. Jetzt stehen wir hier, weil es Gott schon lange genug hier drauf. Nur ein geduldiger, haben wir irgendwo einen Knopf verpasst hier oder was? Den meisten drücken sollen. Nee, da geht's ganz normal bergnunter. Nämlich veräppeln oder was? Will ich jetzt wirklich erstmal unterbrechen den Part, um nachzuklösen, was dieses verkotzte Defeat heißt? Noch irgendwas. Na? Also wenn man mit der Maustaste positioniert, muss man erst warten. Ach doch, nö, geht gleich hintereinander. Ach nee, ich dachte, man muss erst warten. Bis das wieder sich positioniert hat. Ja, gibt es denn da irgendwie anklicken oder was? Nee. Irgendwas drauflegen vielleicht, eine Fackel. Irgendwas, eine leere Fackel mal drauflegen hier. Das bleibt hier auch unten. Ha. Irgendwie passiert da überhaupt nichts. Gaze, was hieß denn gleich Gaze? Gaze-Blick? Gaze-Glue Blick? Ah, ich ahne es. Na, halt falsch. Ich ahne es. Wir müssen den anklotzen oder was hier? Den Kollegen. Oder irgendwie hier? Nö. Oh, doch. Oh. Oh, Misthunde, verdammtes, saupack, dreckiges, kann doch wohl nicht wahr sein, mir fast einen Herzinfarkt zu verpassen. Blödes, das Boxer, komm mal hin. So, Jungs, hau ihn da mit einer drauf, genau, mitten zwischen den Lichtern. Oh, jetzt ist einer tot. Oh, immer noch einer. Oh, einer von meinen Leuten ist gestorben, welcher einen? Ach, hier, der Dicke, hier, da. Ein Garakatz dahin gerafft. Was ist denn das? Eine Feuerbombe. Na, ich glaub's ja wohl nicht. Wen gäbe ich schon die? Oh, da ist ja auch schon fast tot hier. Nicht, dass hier unten im Fußboden noch was liegt, was ich übersehe. Ach Gott, noch mal auf hier. Ja, ist dasselbe Mist wie sonst durch. Ja, müssen wir mal gucken. Kann ja sein, dass es sich in der Zwischenzeit geändert hat. So, liegt hier noch irgendwas, außer 100 Sperre, die man erstaunlicherweise nicht aufheben können. Ach doch, so kann man sie aufheben. Ich will jetzt... Ey. Nö. Das ist ja auch lustig. Ah, so geht's. Da ist noch einer. So, jetzt will ich wissen, liegt hier noch was? Ne. Noch ein Knopf. Oh, hab ich jetzt einen Schreck gekriegt.
Wo waren jetzt unser letztes Brummding hier? Ach, wo war das? War doch irgendwo in Timbuktu oder wo, hä? Ich weiß es gar nicht mehr. Sind das noch Geräusche? Ach ja, genau, da war's. Wobei, das ist gar nicht so weit weg. So weit ist das gar nicht. Das ist eigentlich bloß ein Katzensprung. Hier wieder raus. Hier. Das ist doch schön, oder? Nee, halt, das war verkehrt. Wo bin ich denn jetzt? Ach nee, na doch. Na doch, hier durch, einfach. Ah, das sind wir doch schön hier. Ja. Komm her, Garak. Ach, zum Leben wieder erweckt. So. Ja. Das war jetzt ein lustiges, gemeines Rätsel. Ja, das war jetzt richtig, richtig gemein, das Rätsel, muss ich sagen. Also man muss auf dieses Ding drauf gucken. Ja, es liegt ja bloß daran, weil ich kein Englisch oder nicht nur schlecht Englisch kann. Sonst hätte ich das vielleicht eher begriffen. So, ich muss nochmal nachgucken, was Defeat hier ist. Irgendwie kommt mir das Wort sehr bekannt vor, aber irgendwie komme ich nicht drauf, was es heißt. So. Ach so, damit sind sie auch gleich aufgeladen, aber wieso ist denn da hier denn. Ach, da ist schon fast überladen. Also damals wiegt denn die Bombe? 0,8, was wiegt denn hier so viel? Ah, da hat die Kiste, gell? Ach, das sind die ganzen Waffenzeug drin. Ach, ich glaube nicht, dass wir das Zeug noch brauchen. Ich werde es weg. Ich benutze es eh nicht wieder. Aber dann steht vielleicht irgendwo mal, ja, legt da eine Keule drauf. Und wir stehen da und denken, ha, gut, wo haben wir die Keule hingelegt? Ja, gut, das könnten wir ja. Das könnten wir ja. Waffen. Damit klären. So ist es angewöhnt, mehr Punkte zu setzen. So, gut, dann tue ich hier mal noch das Zeug ein bisschen ausräumen. Ey, bleib da. So, das Ding mit 9 benutzen wir. Ja, wie soll ich das in die Hand drücken? Diese eine muss ja immer die Fackel tragen. Das raus aus der Hand nehmen wäre idiotisch, weil das gibt ja 5 Energie zusätzlich. So, er hat noch keinen Bogen. Ich möchte. Ach, nach einer gewissen Zeit aktiviert es das wieder. Okay. Er hat noch keinen Bogen. Also muss er hier mit rumwerfen, braucht das ganze Zeug. Das bringt den Schutz. Also ich kann hier, die muss die Fackel tragen. Es geht gar nicht anders. Ja, Dolch. Was wiegt denn der? Na ja, gut, irgendwas wiegt denn das Ding hier? Genau, was wiegt denn das eigentlich? 3,8 Kilo. Das Teil 2,2 Kilo. Das hier 3 Kilo. Ja. Wenn wir mehr Wurfmesser haben, brauchen wir dann auch keine nicht mehr so viel Steine. Ich habe im Übrigen rausgekriegt, wenn wir die wieder trennen mit Shift, kann man die wieder trennen. Mit Shift kann man die wieder trennen. Das habe ich rausgekriegt. So, hier hat sie halt ein Level Up. Wieso hat sie ein Level Up schon wieder? Welcher Level ist? Oh, die ist Level 4 schon. Oh. So. Ey, jetzt. Ja, das ist ein bisschen unfair. Die wollen einen quasi dazu zwingen, dass ich Erdmagie hochpushe. Indem sie mir da laufend irgendwelches Zeug von der Erdmagie geben. Will ich aber nicht. Bevor ich nicht 24 bin bei der Feuermagie. Pushe ich die Erdmagie nicht hoch. Bloß ich finde aber auch keine Sprüche für die Feuermagie, gell? Das ärgert mich ein bisschen jetzt, muss ich auch mal so sagen. Na gut. Oder die vielleicht doch die Erdmagie hochjuchteln. Mal um diese 4er zumindest. Ja, komm, machen wir. So, dann müssten wir jetzt doch eigentlich.
kommt denn der her? Dich rausgelassen. Sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Nö, das war eins für dich. Ah ja, komm. Wie waren die? Wie waren das? Hatte ich doch gemacht gerade. Junk, Junk. Hä? Das wird hier eins ist neu hier. Ja, komm hier. Also um zu motzen. Ja, mit dem Futter. Hä? Wieso hatten die jetzt? Wo kam das Vierte her? Wo geht's denn in die Richtung hier? Wo das Vieh herkam. Sag mal. Wir hatten doch alles platt gemacht, was hier gekeucht und gefleucht ist. Ich glaub's ja wohl nicht. Wo waren hier? Ach Mann. Nur beiseite. Nee. Ich dachte, ich finde jetzt schnell so ein Fackelding hier. Ist ein Fackelding drin? Nee. Gut, hier ist wenigstens ein bisschen hell. Wo kam das Vieh jetzt her? Na, hier ist was los. Ach so, genau, warum schlafen? Erstmal schlafen hier. Erstmal schlafen. So, wieso konnte die jetzt diesen Dings nicht ausführen? Ich glaube doch Spinne. Da ist doch. Ach Gott, Eismagie. Das wollte ich doch. Ach so rum. Ach da, ach das. Ach. Jetzt begreife ich das erste Mal. Der Feuerzauber ist ja hier oben. Deswegen habe ich und der Giftzauber, die Giftwolke hier unten. Deswegen habe ich gedacht, dass ich jetzt, wenn ich eine Gift, also dass das jetzt speziell für Gift ist und das ist Feuerzeichen. Aber denkst du, das ist scheinbar querbeet, denn das nächste Feuerding, oder das nächste Giftding ist hier. Oder? Mal gucken wir mal. Wo ist? Bin ich hoch genug geskillt? Hat er nicht gerade angezeigt. Ich bin doch auf 7 geskillt. Das sind die Kerre oder was? Spell. Erdmagie. Ach, das ist wieder ein anderes Spell. Wo ist noch eh mit Erdmagie? So. Nur mal den. Ah, das ist die Kure. Was nimmt die jetzt an Energie? Ich schlafe mal so rum. Was nimmt die an Energie? Das wäre ja ganz interessant zu wissen. Ach, das hat er auch unten hingeschrieben. So. Junk. Oh, hier sind natürlich ganz schön Energie, gell? Was nimmt denn da im Vergleich das Feuerteil dazu? Naja, auch nicht viel weniger. So, und auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall erstmal eine Fernwaffe für den Krach zu machen hier. Wo ging das jetzt überhaupt raus? Da kann ich gleich mal Richtung Heimat laufen oder besser gesagt Richtung dritten Ausgang. Wo war das jetzt? War das hier? Ne, ist wieder hergekommen. Ich sag mal. Na klar. War das hier denn der Ausgang? So weit weg? Oh. Ey, zurück. Träume. Wo ist so weit gelaufen gewesen? Ich habe das Gefühl, ich laufe hier total falsch. Ja, ich habe mich voll einfach total falsch. Hier wird ein Schuh draus. Hä? Nee, das ist eine falsche. Da bin ich doch hergekommen. Ach, die ist noch gar nicht eingezeichnet, die Treppe scheinbar. Die ist noch gar nicht eingezeichnet. Ah. Daher. Ja, komm hier. Das ist die Dinger genau, die sind in meinem Backen müssen.
So. Ja, machen wir hier. Ach genau, jetzt müssen wir hier wieder vorlatschen. Bis man irgendwo mit dieser Fackel kommt, die ich da extra habe stehen lassen. Ja, Karte. Moment mal, hier waren wir noch nicht drin. Hier waren wir noch gar nicht drin. Hier waren auch hier die Schloss. Was ist denn das? Was ist denn das? Das sieht aus wie eine Schleuder. Ah. Warte mal. Wie funktioniert denn hier? Hier. Ach, hast du keinen Platz mehr hier. Okay. Wie funktioniert denn die? Nur Ammo. Aha. Und wie viel verbessert sich das da? Klick mal hier. Speed 8. Aha, da macht er. Ja. Okay, ach man, die Fackel geht mir schon wieder auf den Sack hier. Hier hast du wieder eine halbe brennende Fackel. So. War ich hier noch mehr? Nö, keinen Knopf auch an der Wand oder so. Nur dieses eine Teil, oder? Hätte noch ein bisschen mehr her tun können. Also sie sind sehr sparsam hier mit dem Zeug, muss ich feststellen. Aber ich glaube, das war in Dungeon Master auch nicht viel anders. Das war auch viel sparsamer. Wie man es heutzutage ist, man ja eigentlich gerade auch bei Waffen und Rüstung ist man ja wirklich Fülle gewöhnt. Okay. So. War das hier unten? Ja. So, na okay. Wo wollen wir nun hin? Hier lang. Oder? Ja, irgendwo war doch diese verblödete Treppe hier. Nicht durchgestimmt Motten hier. Ich habe mich schon mal total verlaufen. Kuckuck, wo bist du? Das war mal. Ach, kann das sein, dass die hier unten gewesen sind? Ja, das ist durchaus möglich. Ach, das blödet aber auch. Leck mich doch am Arsch, nee. Ach nein, jetzt leck mich doch am Arsch, wo sind denn die? Wo war denn das? Ich glaub's ja wohl nicht. Gibt's doch nicht, kann doch nicht sein, dass ich die Treppe nicht wieder. Hier waren die Vierer. So. Hier war nur ein Geheimnis. Ah, jetzt. Ich glaube, hier hinten ist es irgendwo. Nein, das zeigt mich am Arsch. Ich glaube doch, ich hab's gefunden, Leute. Ich glaube doch, na, wo ist es denn nun? Oh, auf der Seite! Das hatte ich überhaupt nicht vermutet. So, Leute. Ich beende hier jetzt den Part. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß gehabt. Ich sag's denn mal, tschüss und weg, euer Charadan.